Gedanken weit, weit hinauf. Ganz erhaben, tragend, stark und kühn. Schaffend, forschend, suchend, voller Bemühen. Nur magisch angezogen, nimmt doch alles seinen Lauf. Hoch oben, in den französischen Seealpen, liegt der kleine Ort Thoron. Von mächtigen Felshängen umgeben, ist er seit jeher Zufluchtsort für alle jene, die nach den Geheimnissen des Lebens forschen. Philosophen, Alchemisten und die Grafen von Thoron sollen hier gelebt haben. Diesen Ort mit großer Vergangenheit haben Marie-Thérèse und Jacques-Jean gewählt, um sich von der Welt zurückgezogen in einem ehemaligen Landschloss niederzulassen und sich ganz ihrer Kunst zu widmen. Seit rund 30 Jahren sind sie ein Künstlerehepaar und waren, wie sie sagen, noch keinen Tag getrennt. Die beiden genießen die Zweisamkeit in der Abgeschiedenheit ihres Refugiums. Marie-Thérèse hat in früheren Jahren bei keinem Geringeren als Joseph Beuys die Bildhauerei erlernt. Daneben begann sie mit abstrakter, aber auch surrealistischer Malerei. J'ai commencé d'abord par la sculpture. Nun, zuerst habe ich mit der Bildhauerei angefangen. Ich fand das sehr faszinierend. Dann aber wechselte ich bald zur Malerei, denn große Skulpturen zu machen nimmt einen sehr in Beschlag. Ich bin nämlich ein bisschen gigantoman. Du willst dann sehr schnell vorwärts kommen. Ich habe dann zum Abstrakten gewechselt. Das waren zunächst geometrische Abstraktionen und dann wurde meine Malerei mehr und mehr informativ. Ich hatte viel Spaß dabei. 15 Jahre habe ich abstrakt gemalt. Eines Tages, nach dem Tod meines Vaters, wollte ich von jetzt auf gleich Dinge ausdrücken, die ich im Abstrakten nicht ausdrücken konnte. Daher habe ich zum Gegenständlichen gewechselt. Damit habe ich inzwischen ein Stück Weg zurückgelegt und jetzt habe ich Lust, wirklich beides miteinander zu verbinden. Es war also der schmerzliche Tod ihres geliebten Vaters, der sie zu einer ganz anderen Ausdrucksform brachte, die sie als figurativ-philosophisch bezeichnet. In tiefgründiger, fast metaphysischer Weise durchlebt sie gewaltige Seelenwanderungen zu mystischen Tiefen. Ein Dr. Faustus steckt in ihr, suchend und forschend nach dem Sinn des Seins. Sie bekennt sich zur Alchemie und versteckt in ihren Werken zahlreiche Zeichen und Symbole. Ein Philosoph und ein Alchemist, das passt gut zusammen. Die Philosophie hatte mich schon immer inspiriert. Und da ich auch ein klein wenig mystisch veranlagt bin, fühlte ich mich natürlich von der Alchemie angezogen. Aber der Alchemist enthüllt seine Geheimnisse nicht. Er gibt zwar ein paar Hinweise, aber dann liegt es am Betrachter, das Gemälde zu entdecken. Im Prinzip zeigt der Alchemist einen Weg auf, den er gegangen ist. Und Stück für Stück gibt er einem den ein oder anderen Schlüssel. Aber ganz bestimmt wird er seine Botschaften nicht einfach so enthüllen. Jacques ist die Quelle ihrer Kraft und Energie. Er ist der Fels in ihrer Brandung und in vielen ihrer Werke die zentrale Gestalt.
Jacques. Aber oui, c'est mon Jacques ist mein Lieblingsmodell, denn Jacques hat ein Gesicht. Daher werde ich sicher auf ihn zurückgreifen, wenn ich ein männliches Modell brauche. Außerdem, ich kenne ihn in- und auswendig, auch wenn er nicht neben meiner Staffelei steht. Daher ist es für mich ganz selbstverständlich, Jacques zu malen. Nun, ich beginne oft mit einem relativ abstrakten Hintergrund. Darüber lege ich meine Zeichnung und gebe dann eine Reihe Lasuren darüber. Das können bis zu 100 Schichten sein. Ich will dem Ganzen Tiefe geben. Und, das ist vielleicht meine alchemistische Seite, sehr oft lege ich mehrere Motive übereinander. Ich will nicht, dass jemand mit einem Blick die Gesamtheit eines Gemäldes entdeckt. Ich will, dass derjenige gezwungen ist, darin einzudringen. So wie zum Beispiel die Chinesen in ein Bild eindrangen. Denn die Chinesen malten auf Rollen und, das war außergewöhnlich, entrollten das Bild Stück für Stück, sodass du nie ein Gemälde auf einen Blick sehen konntest. Aus der Abgeschiedenheit ihres Bergschlosses in Torrent zieht es Marie-Thérèse und Jacques von Zeit zu Zeit in das malerische Künstlerörtchen Saint-Paul. Dort pulsiert das Leben in ganz besonderem Maße, vor allem in der Saison, wenn Tausende von Touristen den Ort bevölkern und die Sehenswürdigkeiten bewundern. Dutzende Galerien haben sich darauf eingestellt und bieten von Kunst bis Kitsch alles an, was verkäuflich erscheint. Auch Marie-Thérèse und Jacques besitzen eine kleine Galerie, um Interessenten für ihre Werke zu finden. Ist das aber tatsächlich der Ort, an dem ein kunstverständiges Publikum anzutreffen ist? Saint-Paul. In Saint-Paul wird eine eher kommerzielle Malerei angeboten. Meine Malerei verlangt zu viel Nachdenken von den Leuten, denn sie gehen relativ schnell durch Saint-Paul. Man muss sich meine Gemälde aber wieder und wieder ansehen kommen, da ich eine Menge Dinge darin verstecke. Daher stimmt es natürlich schon, Saint-Paul ist nicht die beste Wahl für mich, aber es ist eben gleich nebenan. In der Galerie befindet sich auch ein großdimensioniertes Bild, von dem Marie-Thérèse sagt, es sei ihr wichtigstes Werk. Dieses Gemälde ist die Dante-Symphonie. Es heißt Dante-Symphonie, weil ich die Musik von Franz Liszt sehr mag und daher eines Tages ein Bild daraus machen wollte. Hier also ist Dante, der die Welt in seiner Hand hält und der hier oben vom Dämon inspiriert wird, im platonischen Sinne des Wortes. Der Dämon wiederum suggeriert, man solle es wagen, sein Leben zu leben. So entspringt Dante also ein Strom von Leben. Natürlich war ich es dieser italienischen Figur schuldig, sie auch in einer italienischen Umgebung zu zeigen. Daher sehen Sie hier Venedig, so wie ich es sehe. Das ist ein bisschen theatralisch, aber Dante, das ist auch dantesk, also etwas sehr Theatralisches. Dieser Dämon ist der innere Führer, der spirituelle Führer eigentlich. Wenn Sie so wollen, haben Sie gleichzeitig die Welt in seiner Hand und gleichzeitig die Welt außerhalb, in der er agiert. Das ist vielleicht das Subtile und Interessante an diesem Gemälde. Musik
Auch bei Jacques' Skulpturen bedarf es eines genaueren Hinsehens, um alle Elemente zu erfassen. Das Künstlerpaar ergänzt sich in einzigartiger Weise. Für Jacques' gegenständliche Motive liefert Marie-Thérèse die Vorlagen. Zusammen mit Jacques' Glasarbeiten verschmelzen sie zu monolithischen Glasskulpturen. Das geheimnisumwitterte Landschloss wirkt inspirierend auf Marie-Thérèse und Jacques. Man spürt sozusagen den Geist der Vorbesitzer. Als Marie-Thérèse zum ersten Mal an das Tor dieses Grundstücks kam, sagte sie: "Das ist wie nach Hause kommen." Es ist in der Tat ein außergewöhnliches Haus aus der Zeit vor den Templern. Das jetzige Atelier war früher eine Kapelle, deren Fundament aus dem 11. Jahrhundert stammt. Dieses Schloss gehörte Arnaud de Villeneuve. Er soll ein bedeutender Alchemist gewesen sein. Später kam es in die Hände des Grafen von Thuron. Dieser soll seinerzeit bei Goethes Vater gelebt haben. Man erzählt sogar, Goethe sei durch ihn in den geheimen Bund der Freimaurer aufgenommen worden. Das Ritual soll am Ufer der Lahn stattgefunden haben, die genau vor dem Landschloss vorbeifließt. Marie-Thérèse hat sich in dem Haus eine Studierstube, wie sie es nennt, eingerichtet. Hierhin zieht sie sich jeden Tag für ein paar Stunden zurück und frönt ihrer großen Leidenschaft, der Philosophie. Es ist der künstlerische Ausdruck der Idee, wie sie sagt, der sie fasziniert und nicht mehr loslässt. In manchen Nächten hat Marie-Thérèse das Gefühl, dass gewaltige Erscheinungen von ihr Besitz ergreifen. Es sind starke Kraftfelder, die sich zeitweise personifizieren und sich ihr in rätselhafter Weise aufdrängen. Übermächtig ist der Einfluss, unter dem sie dabei steht. In qualvollen Stunden empfängt sie Botschaften, die sie in ihren Werken umsetzen muss. Es sind leidvolle, schwere Geburten, die sie durchlebt. Stunden, in denen sie dem Haus mit seinem magischen Kreis entfliehen will. Doch sie kann nicht. So ist sie hin und her gerissen zwischen Ängsten und Erkenntnissen aus den Begegnungen. Die Intensität ihrer Auseinandersetzungen wirkt sich stark auf die Gestaltung ihrer Werke aus. Sie ziehen den Betrachter in einen geheimnisvollen Bann. Man spürt, dass diese Bilder nicht Erklärbares enthalten. Auch der Versuch einer Interpretation hilft da nur bedingt weiter. Sapientia Dei, Weisheit Gottes. Laut Marie-Thérèse ist die Weisheit der weibliche Aspekt des Göttlichen. In diesem Bild tritt Sapientia an das unwissende, noch schlafende Wesen heran und erhellt es mit dem Licht der Erkenntnis. Sie befreit es so aus der Unwissenheit und erfüllt es mit neuem Leben.
Auf diesem Gemälde sehen wir ein junges Mädchen, das sich zerbrechlich, aber mutig auf das Abenteuer der Suche nach sich selbst begibt. Auf ihrem Weg muss sie sich immer wieder entscheiden. Hierbei steht Konfuzius für den Einfluss des Verstandes und die Göttin Isis für Gefühle. Auch wenn uns die Sprache der Logik leichter zugänglich erscheint, ist es für Marie-Thérèse aber vor allem die Intuition, die dem Menschen den richtigen Weg weist. Traumdeutungen sind der Hintergrund für ihr Gemälde Sommertraum. Die Botschaft der Träume zu entschlüsseln gelingt nur wenigen. Dabei offenbaren gerade sie unsere geheimsten Ahnungen und Wünsche. Wenn es uns gelingt, die Träume ähnlich wie Mythen zu sehen, werden wir mehr von uns selbst erfahren. Wie sagte Marie-Thérèse, man solle es wagen, sein Leben zu leben. Dieses Wagnis nehmen sie und Jacques auf sich, solange es geht. Solange Jacques seine schwere Arbeit bewältigen kann und Marie-Thérèse die übersinnlichen Einflüsse des Hauses verkraftet. Solange hält sie dieser Ort in seinem Bann.